Am kommenden Wochenende steigt in Braunschweig das erste Niedersachsen-Derby der noch frischen Saison. In den letzten Tagen und vor allem Wochen sorgte die Politikerin Daniela Behrens mal wieder für Aufregung, nachdem man entschied, die Spiele mit einem deutlich verringerten Gästekontingent durchzuführen. Nachdem sich zunächst die Fanszene von Hannover 96 dazu äußerte und betonte, dass man dem Derby unter diesen Umständen fernbleiben würde, zogen auch die Ultras von Eintracht Braunschweig ihre Konsequenz und teilten mit, dass sie ebenfalls keinen organisierten Support an den Tag legen würden. Kurioserweise meldete die Fanhilfe Hannover zu ihrem Statement von vor 1,5 Wochen noch eine Demo in Braunschweig an, welche jedoch kurzfristig wieder abgeblasen wurde. Wie die Polizei jedoch jetzt bestätigt, soll 96 erneut eine Demonstration in Braunschweig angemeldet haben, und zwar am 3. Oktober. Bei der sogenannten Protestversammlung will die Fanszene aus Hannover offenbar in Braunschweig nochmals deutlich und öffentlichkeitswirksam ihre Meinung zum Ausdruck bringen. Ob dabei jedoch auch die aktive Fanszene von Eintracht Braunschweig zugegen sein wird, ist bislang unklar. Auch die Stadt hält sich bislang bedeckt, sodass noch nicht abschließend geklärt ist, ob die Demonstration auch stattfinden kann. Dem Statement der Polizei nach zu urteilen, hat der Staatsapparat die Fans jedoch auf dem Schirm und bereitet sich augenscheinlich auf einen großen Marsch der Anhänger von 96 am Feiertag vor. Es ist das erste Niedersachsen-Derby der Geschichte, in welchem beide Lager dem eigentlichen Spiel fernbleiben und auf einen koordinierten Support verzichten. Ob und wie dann der Derbytag letztendlich abläuft, werden wir sehen, jedoch ist davon auszugehen, dass die Fanszenen die eine oder andere Überraschung im Petto haben werden. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.